Die erste Begegnung der Saison für diese Konkurrenten und sicherlich nicht die letzte. Marcelo. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Gut gesehen, Vorteil für Real Madrid. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Modric. Kedira. Benzema. Immer wieder schleicht er sich in den Strafraum und dann steht er plötzlich da und keiner hat ihn wahrgenommen. Achtung! Das ist natürlich auch schon in allergrößten im Fußball passiert. Eine bittere Pille, ein Eigentor. Ein Selbsttor. Oh, das muss nicht sein, aber es passiert halt immer wieder. Ja, und wir müssen uns natürlich trotzdem nochmal anschauen und das bleibt dabei, das sieht doof aus. Fabio Contrao. Xabi Alonso. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Di Maria. Benzema. Und nun hat Real Madrid den Ball. Er spielt den Ball zurück. Benzema. Guter Ball hier. Mal sehen, was Di Maria damit anfangen kann. Da kann der Keeper relaxen. Es gibt Abstoß. Di Maria. Di Maria. Ein Versuch der Balleroberung. Marcelo. Fabio Contrao. Xabi Alonso. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Modric. Marcelo. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Fabio Contrao. Sergio Ramos. Di Maria. Benzema. Oh! Das gibt Ecke für Real Madrid. Wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Schöne Flanke. Sauber geklärt. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jetzt läuft er seinem Mann dicker weg. Schuss und klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Ball hier, mal sehen, was Di Maria damit anfangen kann. Tor! Und wie er den Ball genommen hat. Unglaublich. Unglaublich dieser Abschluss. Wahnsinn. Das ist dann wieder das, was man Abstaub nennt. Genau richtig gestanden. Dafür braucht man allerdings den richtigen Riecher. Sergio Ramos. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Fabio Contrao. Marcelo.
Benzema. Di Maria. Fabio Contrao. Khedira. Di Maria. Modric. Sofort abgezogen und gut gesehen, Vorteil. Und dann pfeift er den Vorteil doch noch ab. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Di Maria. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Blitzschneller Freistoß. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Cristiano Ronaldo will den Ball verteidigen. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und er trifft. Ganz klare Führung jetzt. Cristiano Ronaldo. Die verstehen sich blendend. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Benzema. Er sucht hier. Das ist jetzt seine Chance. Der könnte passen. Marcelo. Sergio Ramos. Fabio Contrao. Jetzt zieht er ab. Und der Ball erzappelt im Netz. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Cristiano Ronaldo. Ball kommt gut, Gareth Bale ist in Position und die Abwehr aufmerksam. Er bereitet sich auf diesen Standard vor. Eckball. Manche Ecken sind gefährlich. Sergio Ramos. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Jetzt hat der Schiedsrichter die erste Hälfte abgepfiffen. Da ist längst nicht alles so gelaufen, wie man das vorher erwartet hat. Zur Pause legen sie hinten und so richtig schön gearbeitet haben sie nicht. Nee, vor allem defensiv war das viel zu wenig. Da muss man sich an die eigene Nase fassen. Der zweite Durchgang hat gerade erst begonnen. Aber eigentlich ist die Partie schon so gut wie entschieden. Xabi Alonso. Wo ist die Lücke in der Abwehr? Modric. Das ist ein schwarzer Tag für die Gastgeber. Und die unversöhnliche Stille, die auf der Tribüne herrscht, die spricht Bände. Und das sind die Momente, wo man mit den Jungs da unten auf dem Spielfeld wirklich nicht tauschen möchte. Gefährliche Flanke. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Benzema. Jetzt hat er den Platz, den er braucht.
Marcelo. Pepe. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Khedira. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Peter attackiert. Modric. Der Ball kommt gut. Garrett jetzt. Oh, den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Der Spieler legt sich den Ball zur Ecke zurecht. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Marcelo. Modric. Gute Flanke. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Guck mal hin, gehalten. Jetzt aber ein übel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder. Alles wartet auf den Eckball jetzt. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den dann verteidigen? Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Können Sie die Flanke verwerten? Achtung! Besser und härter kannst du nicht schießen. Aber besser kannst du auch nicht halten. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Cristiano Ronaldo! Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Xabi Alonso. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Modric. Cristiano Ronaldo. Guter Ball hier. Mal sehen, was Di Maria damit anfangen kann. Er hat eben die technischen Voraussetzungen, um sowas leicht aussehen zu lassen. So, er bereitet sich auf die Ausführung der Ecke vor. Mein Gott, was war das für eine Ecke? Das gibt Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Khedira. Cristiano Ronaldo. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Jetzt zieht er ab! Wir wissen es, das war sein schwacher Fuß, Buschi. Ja, das hat man dann auch deutlich gesehen, Manni. Aber das muss besser funktionieren. Modric. Di Maria. Fabio Contrao. Di Maria. Benzema. Cristiano Ronaldo. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Modric. Und da bekommt er Unterstützung. Er könnte passen. Cristiano Ronaldo. Schön gesehen. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Di Maria. Da hat Bale geschlafen, hat sich viel zu leicht ausspielen lassen. Mit der Flanke. Und er trifft!
Das sieht aus wie Training. Perfekt. Xabi Alonso. Modric. Khedira. Di Maria. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Achtung, schöner Pass. Das, oh, da zittert die Latte. Mann, oh Mann. Das erste Aufeinandertreffen. Die Moral ist auf dem Tiefpunkt angekommen. Wie können sie wieder auf Kurs kommen? Khedira. Fabio Contrao. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Marcelo. Der Ball kommt gut. Gareth Bale ist in Position. Marcelo. Di Maria. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, da sollten sie den Ball lieber nicht verlieren. Khedira. Di Maria. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Cristiano Ronaldo kämpft um den Ball. Oh, die Tor! Ausgleich! Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Maria. Cristiano Ronaldo. Benzema. Immer wieder schleicht er sich in den Strafraum und dann steht er plötzlich da und keiner hat ihn wahrgenommen. Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso. Marcelo. So sieht das der Trainer gern. Xabi Alonso. Modric. Ja, da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Ein echtes Sahnehäubchen. Und nun hat Real Madrid den Ball. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Modric, das ist ein Tor! Wir können festhalten, Real Madrid führt zur Pause. Cristiano Ronaldo. Erfolgreicher Zweikampf. Das war ein Bums, aber souverän gehalten. Der Ball war im Tor aus. Eckstoß für Real. Ja, da geht er auf Nummer sicher. Greift zur Faust ab. Im 16er gibt es jetzt einige Anspielmöglichkeiten.
Cristiano Ronaldo. Modric. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel. Den Schuss abgeblockt. Di Maria. Di Maria. Guter Ball hier. Mal sehen, was Di Maria damit anfangen kann. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Cristiano Ronaldo. Di Maria. Fabio Contrao. Di Maria. Di Maria. Cristiano Ronaldo. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Schöne Flanke. Der Steilpass als Überraschungselement, manchmal auch für die eigene Mannschaft. Modric. Und dieser Ball geht in Richtung Ronaldo. So kennen wir ihn, den Cristiano Ronaldo. Der hält auch aus der Ferne drauf. Der Gegner sollte nicht darauf bauen, dass er eine solche Chance das nächste Mal ebenfalls vergibt. Genau so ist es und das halt. Jetzt schießt er und Sergio Ramos. Pepe. Balleroberung im Mittelfeld. Benzema. Gareth Bale ist jetzt allein. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo will den Ball verteidigen. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Da könnte was draus werden. Geht er rein? Unglaubliches Tor! Ob er das wirklich genauso gewollt hat, jedenfalls zischt der Ball genau in die untere Ecke. Und genau das macht einen Stürmer aus, da zu stehen, wo der Ball hinkommt. Können wir noch mal sehen, Antizipation ist hier der entscheidende Punkt. Di Maria. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Die Situation wurde geklärt. Gelaufen ist das noch nicht, liebe Zuschauer, aber immerhin 3:1 die Führung zur Pause. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Di Maria. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Die Flanke kommt gut. Benzema. Jetzt eine gute Flanke. Okay.
Kedira. Modric. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Di Maria. Eine unfaire Attacke, ein Foul. Freistoß gegen Real Madrid. Bestens erledigt. Ja, das macht er ganz souverän mit all der Ruhe, die ihn auszeichnet. Das war gar nicht so einfach, den Ball zu halten. Da war richtig Zug drin in dem Schuss. Modric. Ja, jetzt kann er flanken. Und er trifft. Da bahnt sich vielleicht eine sensationelle Wende an, Buschi. Ja, das könnte das Comeback des Jahres werden. Das ist ja unfassbar. Also es wird noch mal eine knappe Kiste. Ja, wenn man da noch mal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Fabio Contrao. Jetzt zieht er ab. Wir alle wissen es. Er weiß es jetzt auch. Wieder einmal. Das ist ein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß, also das geht schon besser. Gut gesehen, Vorteil für Real Madrid. Modric. Cristiano Ronaldo. Klasse Abwehrleistung vom Torwart. Sich möglicherweise was. Benzema. Fabio Contrao. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Marcelo. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Gute Flanke. Und kann Angel Di Maria. Di Maria. Khedira. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Modric. Fabio Contrao. Di Maria. Und er sucht Karim Benzema. Super Flanke. Cristiano Ronaldo. Khedira. Kann er sich den Ball holen? Fabio Contrao. Benzema. Da muss sich die gegnerische Verteidigung aber wirklich nicht aufregen. Nee, da stimmt's beim Timing nicht bei diesem Kopfball und von daher kein Druck und keine wirkliche Torschance. Auch so kann man sich befreien. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Khedira. Modric. Fabio Contrao. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus.
Khedira. Xabi Alonso. Der Ball kommt gut. Gareth Bale ist in Position. Und die Frage, die sich nach genau dieser Aktion stellt, kommt so eine Riesenchance noch mal wieder? Die Eingabe war gar nichts. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Und dieser Ball geht in Richtung Ronaldo. Fabio Contrao. Khedira. Ja, das wird gefährlich werden. Geht er rein? Und mit einem weiteren Treffer können sie das Spiel jetzt entscheiden. Herr Ober, zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Ich habe das Gefühl, der ein oder andere hier hat seine Nerven nicht wirklich. Da gibt es wieder viel zu bereden. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters beendet das Spiel.